Kontakt. Sie können den Kaffee auf dem Tisch abstellen. Augenblick mal. Lassen Sie sich mal ansehen. Ja. Sehr schöne arische Züge. Findest du nicht auch, Bobby? Ja, mir gefallen seine Augen. Bitte, setzen Sie sich. Entschuldigen Sie mein Benehmen. Ich bin Obersturmbandführer Engel. Und das ist mein liebreizender Begleiter. Das bist du doch, Bubi. Was soll das, mein Schatz? Ich möchte Sie einem Test unterziehen. Damit lassen sich Spuren unreinen Blutes, die in den Adern einer Person fließen, feststellen. Ich bin mir sicher, dass Sie diesen Test mit Leichtigkeit bestehen werden. Und wenn nicht, dann werde ich Sie erschießen. Haben Sie das verstanden? Das ist nur ein Test! Aber antworten Sie ehrlich. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen. Lasst uns anfangen! Wählen Sie das Foto, das Sie erregt. Wenn Sie wissen, was ich meine. Ach so. Und jetzt wählen Sie das Foto, das in Ihnen Glücksgefühle auslöst. Interessant. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmanführer. Ja, das werden wir bald wissen, nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass das Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weise. Ich sage Ihnen etwas. Wenn Sie ein Nicht-Arier gewesen wären, hätten Sie zur Waffe gegriffen. Sie müssen diese Dame schon entschuldigen, aber sie ist sehr stolz darauf, diese Bilderrätsel mit wildfremden Männern zu spielen. Diese Bilder. Urlaubsfotos, alte Kriegsaufnahmen. Gar nichts. Davon abgesehen kann ich ein Nicht-Arier mit bloßem Auge erkennen. Du etwa nicht. Lassen Sie ihn gehen, Bernhard. Ich nehme mal an, eine bildhübsche Frau wird in seinem Abteil warten auf ihn. Ach, Bobby, lass gut sein. Vergessen Sie den Kaffee für Ihre Freundin William? Yes. Is that for me? Yes.
You know there's just one bed. Yes. Are you comfortable sharing? Sometimes Christmas. Sometimes birthdays. Sometimes mayhem, suffering, and death. Sometimes you just need to feel something good. Guten Morgen, Damen und Herren und arische Kinder. Unser nächster Halt ist Berlin. Dort haben wir exakt 2 Stunden Aufenthalt, bevor wir in Richtung Zagreb weiterreisen, unserem endgültigen Reiseziel. I know where to go. A way to get inside Eisenwald prison. There's a hotel. It's on the same street as secret police headquarters. Everybody knows about it. Secret police headquarters is notorious here in Berlin. They bring prisoners inside for questioning. They torture them. And then they drive them back to Eisenwald prison. If they're still alive. Something's happening. There's a prison transport arriving. Come quickly! They're making a pickup. You find a way to get down on the roof of that prison transport bus. You hide on that roof and you can ride it all the way into Eisenwald prison. I go down and distract the guard. And maybe he won't see you. This is true of the Nazis. Curious gadget, useless without a battery. Battery's low, needs a recharge. Thank you.
Dessau-Gefangenen 16 Stunden lang am Stück verhört. Diese nächtelangen Verhöre bringen mich noch ins frühe Grab. Ich gehe jetzt nach Hause und schicke die Gefangenen zurück nach Eisenwald. Der Bus ist vorhin eingetroffen. Müller? Müller, antworten Sie! Verdammt, Müller, Sie erwarten, dass ich Sie bei jeder Kleinigkeit um Erlaubnis frage und Sie besitzen nicht mal den Anstand, auf eine einfache Transportanfrage zu antworten. Lecken Sie mich doch am Arsch, Sie Drecksack! Sie sind eine Schande für die ganze Operation! Ich nehme keine Befehle mehr von Ihnen entgegen, verstanden? Neue Schweine, raus! Schichtwechsel, wir sind spät dran! Eine Minute! Genau eine Minute, Hans, dann müssen wir aber los! Ja, ja! Nach rechts! Hier, du da! Komm schon! Vorwärts! Sau, du Dreckige, du, komm vorwärts! Ich zeig dir was, du! Faule Drecksau, du, komm! Komm! Glaubst du, kannst du, du faule, geh raus! Schnell vorwärts! Zeig dir was, du! Komm schon! Vorwärts! Vorwärts! Hey, du! Noch fünf Schritte! Vorwärts! Glaubt ihr, könnt ihr rasten? Na, links rein! Rein sofort, du Drecksau, du! Rein! Rein! Hans, komm schon, lass uns gehen. Oder wissen Sie vielleicht, wo er sich befindet? Hans, komm schon, schick sie endlich weg! Still.
country for miles. I wonder if there's anything in this world worth saving. Desolation. Tyranny. Enemy of endless might. I'm wondering if I have any friends left standing. Vorsicht! Comes down to it. And I'll fight alone. But I promise you this. Schneller! Friends, if this is where they're keeping you, I will find you and set you free. Safe room move across the rooftop undetected. Stay off the ground. Achtung! Gefangene für Zellblock B. Vorbereiten auf spezielle Sicherheitsprüfung. Gefangene Klasse S. Stufe Rot. Gefangene, vergessen Sie nicht, dass Sie bei jeglichem Widerstand gegen Umerziehungsmaßnahmen der umfassenden Gewalt des Strafvollzugs ausgesetzt werden. Gefangene, vergessen Sie nicht Ihre Pflichten im Strafvollzug. Sie befinden sich hier als Folge Ihres Handels. Leisten Sie Ihre Strafe mit Würde ab. Verlängerung nach sich zieht.
Ich schlag dir die Fresse ein, hörst du? Los, come on!